Hallo liebe Leute, ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Imperium Galactic Survival wird hier gezockt. Ich habe heute vor, so ein bisschen Exploring mit euch zu betreiben. Ich will mal in das Cirax-System vordringen, das ja nicht allzu weit von hier ist. Auf dem Weg ist ein unbekanntes System, da würde ich gerne einen Zwischenstopp machen und mal kurz eine kleine Erkundungstour auch da starten. Mir geht es eigentlich mehr um die Orbit-Bereiche. Wenn wir einen interessanten Planeten finden, gucken wir uns den natürlich auch an. Ja, ich bin gespannt, was wir finden werden. Ich hoffe, wir werden vielleicht einen größeren Gegner finden. Dann wollen wir mal gucken. Bis gleich. So, ich habe alles soweit vorbereitet. Die Karre ist bewaffnet, aufgetankt und wir haben auch genug Warp-Sprungreichweite. Ja, wir fliegen mit der Fortress auf jeden Fall. Lebensmittel habe ich auch genug dabei. Notfalls könnte ich auch noch ein paar Pflanzen setzen hier unten in den Pflanzenpötten. Da ist ja auch noch nichts drin. Ich habe auch ein paar Keime dabei und so, sinnvolle Sachen. Ist aber nicht besonders viel, also es bringt nicht viel. Aber es sollte einen Notnagel stopfen. So, wir fliegen auch direkt los hier heute. Kann nicht lange hier rumzappeln. So. Ich gehe noch mal kurz in die Galaxiekarte und zeige euch mal kurz, was lang geht. Aber obwohl, nee, ich setze mich erstmal hin, weil der Kurs bleibt, glaube ich, nicht gespeichert, wenn ich den hier aus dem normalen stehenden Bereich heraus mache. So, wir befinden uns hier. Und ich habe gedacht, wir gehen jetzt mal einfach Richtung Barbe Delta. Das ist ein unbekanntes System. Das ist, ich sag mal, kurz vor dem Cirax-System. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, ich würde vielleicht mit... Ist Glenari schon drin? Ne, Glenari ist noch draußen. Und dann würde ich mit Mephohel anfangen. 16, 12, ja genau. Also wir springen jetzt erstmal hier hin. Erkunden hier mal kurz den Orbit. Ziel erfassen. Die Reise. Muss ich gerade mal gucken, wo der Waypoint ist. Da unten blinkt was. Da ist er. Auf geht's. Sehr gespannt, was mich da erwartet. Auf jeden Fall schon mal eine düstere Sonne. Dann schauen wir mal auf die Karte. Hier sehen wir jetzt erstmal nichts. Okay. Ah. Oh, hier. Boah, das ist ja genial hier. Ein Gasriese, der hier alle... Also so von den Farben her würde ich sagen, alle elementaren Planeten, die man so haben kann, um sich herum versammelt. Ich würde sagen, das gucken wir uns doch mal direkt als erstes an. Na, wenn ich es denn ins Target kriege. Subspace Com Relay. Mal gerade gucken. Was ist das?
uns das mal von nahen angucken. Habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Kann man da irgendwo reingehen oder sowas? Ne. Trotzdem bin ich neugierig. Ich werde mal kurz gucken gehen. Da. Ob das geht? Kann man da durchjumpen? Ja, kann man. Wie krass sieht das denn aus? Wow, interessanter Mond. Gold- und Titan-Asteroiden. Modus PvE. Ich hatte das dumpfe Gefühl, dass die Raumstation vielleicht hier besser gewesen wäre. Rotes. Wow, was für ein schöner Gasriese. Jede Menge Targets hier. Mal kurz auf die Karte. Oh, voll. Ja, wo fliegen wir als erstes hin, Leute? Ich würde sagen, hier. Schauen wir uns das mal von Namen an, wie das hier in diesem Orbit steht. Das ist ja total. Abgedreht. Und das die anderen Monde hier hinten? Oder was? Man müsste jetzt zu den Monden hier wahrscheinlich auch noch springen. Auf geht's! Ja, sehr interessant auch. Was geht denn hier? Karte öffnen.
Was haben wir hier? Eisen, Kupfer, Silizium, Sarkosium, auch ein schönes System, auch PvE. Ressourcendinger und kleinere Schiffe, die hier kreisen. Oh, da ist nur ein Fragezeichen dran. Der ist ganz nah bei uns. Die Sonne hätte hier ein geiles Licht, ne? Das sieht ja voll fantastisch aus. Gut, die Objekte hier, die sind alle jetzt so weit weg, um das in so einer spontanen Exploring-Tour alles genau zu erkunden. Ich würde sagen, wir machen uns weiter auf zu unserem Endpoint-Ziel, damit wir vielleicht auch noch was erleben heute. Barbe Delta bleibt auf jeden Fall im Hinterkopf. Schönes PvE-System. Gucke ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer an. Ich springe jetzt, glaube ich, mal direkt durch nach Mephoel. Gucken wir das mal an. Ich hoffe ja immer auf ein bisschen größere orbitale Objekte, also Raumstationen oder auch größere Schiffe, das wäre ganz interessant. Wieder so eine schöne Sonne oder so eine dunkle Sonne. So, einmal hier scannen und gucken. Hier haben wir nichts außer wahrscheinlich ein Com-Satellit wieder. Oh, jetzt gleich andere Musik. Interessante Formationen hier, diese kleinen. Ich glaube, da gucke ich mir erstmal hier, wir gehen hier rüber und dann da nach Len. Das gucken wir uns mal näher an. Hier werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit verbringen im Zirak-System. Ein bisschen ärgern gehen. Nichts oder was?
Sache. Nichts. Kann ich jetzt gar nicht glauben. Ist ja krass. Nichts. Dann gehen wir direkt weiter. Da würde ich sagen, gucken wir auch uns mal. Ja, wir müssen eh erst hier rüber und dann. Na nun komm. Krasse Musik. Da haben wir. Um Bodenbasen anzugreifen, haben wir eh nicht das Gefühl. Und beide hätte ich eigentlich ein SV mitnehmen sollen. War vielleicht ein bisschen blöd überlegt. Das sieht doch schon hier nach was anderem aus. Level 2. Oh yeah. Level 4, Xeno Production. Was sind das für Level 2 Schiffe? Kilometer, den gucken wir uns mal zuerst an. Defense Satellit. Interessant. Ja, entweder gehen wir drauf. Oder wir finden einen Gegner, wo es mal wieder Spaß macht, gegen zu kämpfen. Oder auch hier eine Raumstation, wo wir ein bisschen reingehen können, looten. Gucken, ob das nur ein Frachter ist. Ah, sieht so aus. Zirax-Frachter. Ob der bewaffnet ist? Oder Hilfe holt? Ah, man, die Geschütze machen das. Oh, was schießen wir hier? Was kommt da? Erste Drohne lahmgelegt. 5 Kilometer da oben ist noch was. Ah, fängt ja super an. Hier natürlich gucken, was da drin ist, ist ja klar. Hinten schön an die Laderampe ran. Wie krass das aussieht hier nach hinten. Ja,
ist jetzt? Die Schubdüsen reagieren nicht. Kann nicht fliegen. Wieso kann ich nicht fliegen? Und wir kriegen Besuch. Wieso bin ich bewegungsunfähig? Bin ich zu nah an die Drohne gekommen jetzt oder was? Oh, und wir kriegen richtig Besuch. Schiff lässt sich nicht steuern. Ich kann nicht. Schubdüsen reagieren nicht. Oh. Tja, Leute, Pleiten, Pech und Pfannen. Was auch immer jetzt passiert ist. Schubdüsen sind an. Automatische Bremse nehmen wir mal raus. Es geht wieder, aus irgendeinem Grund kann ich mich wieder bewegen und wir haben richtig Besuch bekommen. Oh. Ich weiß nicht, was war, ich habe einen Relog gemacht und dann ging es wieder. Battle Carrier. 86% Schild noch. Ja, da haben wir doch das, was wir wollten, ne? Wir gehen mal ein bisschen weg und gucken, ob er uns folgt. Jetzt habe ich aber kurz Panik gekriegt, gerade dass man uns zerlegt hier. Kamirat Class Battle Carrier. Dann wollen wir doch mal gucken, was du kannst. Der ist groß. Der ist groß. Schönes Schiff. Ich habe seit dem letzten Kampf vergessen, die Generatoren einzubauen, ne? Ich wollte doch noch mehr Generatoren einbauen. Weil wir immer so kurze Energielöcher hatten. Mal, dass ich irgendwie hinter ihm bleibe.
bisschen Abstand, ein bisschen Schild regenerieren. Gerade sehr konzentriert. Entschuldigt Leute, mal ein bisschen Stille. Ja, wir haben uns schon Feuerwerk, 57% Schild noch, ein bisschen will ich noch drauf halten. Ich hoffe, wir kriegen den kleinen. Jetzt müssen wir auf Abstand ein bisschen. Ein bisschen aufladen lassen. Und komm. Das geht irgendwie, das dauert zu lange. Er baut auch 10% Schild wieder auf. Wo ist er denn jetzt? Naja, noch da auf jeden Fall. Mal ganz kurz in die Waffenkonfig unter Geräte. Genau, Schubdüsen, Generatoren sollte nicht zerstören. Oh, er haut ab. Er haut ab. So geht das aber nicht. Oh, ich brauch Schild, ich brauch Schild. Das dauert aber auch immer, Mensch. Hm.
mir scheint, ist bewegungsunfähig, ne? Und die Schubdüsen auf jeden Fall soweit schon dann fertig gemacht. Wahrscheinlich auch wieder voll zerpflückt haben. Ich hoffe, wir haben die Möglichkeit, da gleich drauf zu gehen. Vielleicht sollte ich einfach mal doch auf Generatoren umschalten, weil wenn wir den Generator wegklatschen, dann ist zwar innen drin kein NPC mehr am Leben. Ach. Oh, hier. Das nehme ich mal wieder raus. Was passiert? Passiert. Richtung, weil da war gerade noch ein Target in 3 Kilometer Entfernung. Nicht, dass der uns doch hier Verstärkung gerufen hat. Jetzt sehe ich es auch gerade nicht mehr, dass da. Na, ich glaube, ich werde auch wieder die Geschütze mit reinnehmen, dass er die Geschütze auch angreift. Schnell umschalten. Wenigstens haut er nicht mehr ab. Da. Hat er gar nicht übernommen, habe ich gar nicht. Ach so, ja, super. Thank you.
Oh, der macht ganz schön Aua. Ich glaube, wir haben auch schon vorne so ein bisschen was eingebußt. Mal kurz gucken. Ja. So ein Raketenwerfer ist auf jeden Fall schon weg. Und wir haben vorne auf jeden Fall schon den Rumpf offen. Egal. In meiner Kabine oben ist nur dicht und solange es hier oben dicht ist. Versuche ich dich zu holen, mein Freund. Oh, was war das jetzt da gerade? Das Ding näher. Der kriegt hier echt Verstärkung oder was? Oder wer ist er? Oh, eine Korvette. Kommt jetzt noch dazu? Ja? Oder fliegt die nur vorbei? Das Gefühl, wenn ich jetzt den wieder angreife hier, fliegen wir in die Richtung, damit die Korvette eingreifen. Oh, ich sehe gerade, wir haben auch schon Triebwerke eingebußt. Oh, hier an der Seite haben wir auch einen bösen Treffer. Oh, fängt er schon an, da fängt er schon an. Ja, jetzt wird's ein harter Kampf. Ich möchte natürlich nicht zu viel Verlust erfahren. Wenn es nicht geht, muss ich auch nochmal. Dann braucht das Schiff ein Upgrade. Also, so lasse ich mich da ja nicht abschiffen hier. Dann muss ich mir vorne die Nase mal noch ein bisschen. Ja, ich habe auch nur noch einen Laser hier. Stimmt hier nicht. Ich keine Munition mehr oder was? Ich muss jetzt mal eben noch mal auf Sicherheitsabstand. Irgendwie schießt mir das Ding hier zu wenig. Oh, die Raketen sind alle. Nein. Nein. 1600 Raketen sind hier jetzt schon durchgegangen. Ey, das ist ja Wahnsinn. Tja. Dann sieht die Sache jetzt ganz schlecht aus. Ach nee, das waren die für die manuellen Raketen. Na okay, dann können wir noch ein bisschen weitermachen. Ja, die automatischen. Nee, wir haben keine Raketen mehr. Wir schießen nur noch mit. Wie ist Design das Schiff?
Auch wenn wir diesen Kampf verlieren werden oder aufgeben müssen. Oh, die Corvette greift mit ein. Jetzt wird es unangenehm. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier Land gewinnen. Aber ganz schnell. Ja, jetzt haben wir von zwei Seiten Drescher gekriegt. Jetzt ist mir bewusst, ich brauche noch ein größeres Schiff. Nein, ich werde die Fortress, glaube ich, nochmal einen kleinen Upgrade verpassen. Vielleicht können wir dem noch ein paar Kanonen mehr verpassen, im guten Stück hier. Oh, wow, wow, wir haben ganz schön Schäden gekriegt. Da würde ich auch sagen, springen wir direkt zur Heimatstation. Auf geht's. Glück gehabt. Es hat uns nicht zerlegt. Ja. Der Rumpf ist vorne schon offen. Oben in der Brücke sind aber immer noch 22 Grad. Ich glaube, ich werde auch nach Hoya fliegen damit und nicht hier. Die Rampe. Ich glaube, hier habe ich nicht genug Ressourcen. Und in den Waypoint. Da, Hoya Sektor. Naja, und irgendwann ist da vorne auch der Warp-Antrieb. Und das, war keine kluge Entscheidung, muss ich jetzt sagen. Wenn ich sehe, wie die mir meinen Rumpf vorne zerlegt haben, war das keine kluge Entscheidung. So, gleich haben wir es geschafft. Okay, jetzt wissen wir, woran wir sind. Und da finden wir die Gegner, die wir brauchen. Werde mir mal was überlegen, wie ich die Fortress da noch so ein bisschen, weil eigentlich ist sie komplett aus Gefechtsstahl und wir haben richtig auf die Mütze gekriegt, ne? Also das ist hier unten, die Kanonen und so sind zwar alle noch da, aber hier vorne, da ist quasi bis zu den Duschen der Rumpf aufgepellt. Also werde ich hier vorne einen massiven Rumpf bauen. Gar keine Gänge da reinmachen. Da vorne geht man eh nicht hin. Und das alles noch ein bisschen. Und auch die ganzen Antriebe vorne sind weg, sehe ich gerade. Die seitlichen Antriebe vorne komplett weggeramst. Heftig. Die linke Seite geht noch. Oh, ein paar Fenster haben sie uns auch rausgeschossen da unten. Hinten ist soweit nichts. Ja. Das war's dann wohl, ne? Wir sind gescheitert, wenn man das so sagen will. Vielleicht bin ich auch mit zu wenig Munition da rangegangen. Ich hatte ja schon bei der Hälfte schon keine Munition mehr für meine manuellen Raketen. Oh, wir lenken nicht mehr so richtig gut zur Seite. Nichtsdestotrotz schöner Ausflug. Das System, was wir davor gefunden hatten, hat mir auch sehr gut gefallen. Nette Geschichte. Vom Kampf gezeichnet. Aber es hat funktioniert. Ja? Die Brücke oben hat dicht gehalten, obwohl wir da am meisten Glas haben. Und die NPCs, die greifen halt Schubdüsen und Geschütztürme und vor allen Dingen diese manuellen Waffen, glaube ich, auch ganz aggressiv an. Weil das war das Erste, was sie uns weggeknallt haben. Da wüsste ich jetzt aber auch nicht, wie man die anders placen könnte.
Und die Türme, die halten auch nicht viel weg. Ne? Also ist der Schild einmal down, dann geht das relativ schnell. Oh, wir haben so ein bisschen Ungleichgewicht. Headquarter natürlich 10 Kilometer, war ja klar. Spannend, wie es aussieht, wenn wir gleich mal drum herum gehen. Die Brücke ist echt makellos geblieben. Ne? Sehr schön. Und da sind so mit die dünnsten Platten verbaut. Hätte ich eigentlich mit gerechnet, dass es da auch sofort auf Mütze gibt. So, muss ich mich auf jeden Fall mal irgendwie, muss ich mal gucken, ob man das auch mit dem Schild noch verändern kann. Da irgendwie noch mehr Power rauszuholen ist, aber ich glaube nicht. Ja, fiese Nummer. Hat auf jeden Fall auch ganz aggressiv die Seitenflügel von den großen Düsen angegriffen. Also ich sag mal, wenn man da so quer durchschießen würde, dann ist man direkt am Kern. Und der sitzt auch da. Ist jetzt im Nachhinein wieder eine blöde Position, wenn ich darüber nachdenke. Aber wenn die NPCs immer aggressiv die Düsen und Antriebe und sowas anschießen. Jetzt haben wir noch Glück gehabt, aber hier ist auch in dem Antrieb haben sie auch schon reingelangt. Ja, krass. Was ein geiler Kampf. Oh, die Tür hier hinten ist weg. Ne, doch nicht. Das war nur ein Anzeigefehler. Ich wollte gerade sagen, da seht ihr hier, der ist irgendwie. Nächstes Mal mache ich das natürlich am Raumhafen, die Reparatur. Dann kann man da auch direkt wieder hin, ne, und weitermachen. Der bleibt ja wahrscheinlich so kaputt, wie er war. Ist ja auch nur ein Sprung und relativ nah dran dann auch. Jetzt, das mache ich nur, weil der Raumhafen hat noch nicht so viele Ressourcen im Lager. Desktop rutscht, muss ich blöd Cut machen. So. Dann weiß ich auf jeden Fall, was ich als nächstes angehen werde. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So. Runter. Das war nicht gut. So, dann würde ich sagen, machen wir mal ein Stückchen zurück noch. So. Machen wir mal eine Bestandsaufnahme, ne? Und dann würde ich sagen, entlasse ich euch für heute. Aber wir gucken uns das noch mal einmal kurz vom Nahen an. So. Ja, den können wir jetzt ausmachen, den Kahn. Dann laufen wir mal schnell nach vorne.
Zack, hier geht's schon los. Meine Herren, hat eingeschlagen. Und die Antriebe sind hier alle, das ist alles. Ja. Und hier ist relativ heile geblieben alles. So, hier kommen wir jetzt zu dem großen Knall. So. Ja, würde sagen, hat er gut und gründlich gemacht. Und jetzt weiß ich auch, was ich verkehrt gemacht habe. Ich werde hier vorne auf jeden Fall keinen Hohlraum mehr lassen, ne? Also das wird alles schön in Gefechtsstahl nochmal eingemantelt. Quasi die Sicherheitsvorkehrung von innen nochmal. Und ich glaube, die Schubdüsen hier vorne werde ich auch woanders hinsetzen. Die kommen irgendwo weiter hinten im Rumpf verbaut. Naja, dann wissen wir, was wir als nächstes vorhaben. Aber erstmal repariere ich sie. Und dann werden wir umbauen. Crusader muss auch langsam mal ein Update bekommen. Und ich glaube, aus der V820 baue ich ein anderes Schiff. Schönes Schiff, aber irgendwie fliege ich mehr mit den anderen beiden. Muss ich mir noch mehr. Also ich glaube, auf der V820 werde ich vielleicht was bauen, was auch zum Kämpfen nur ist. Ohne Hangar, ohne Gleiter, ohne Raum zum Leben. Wirklich nur ein Jumper, der kurz aufs Maul haut und wieder abhaut. So ähnlich ist sie ja schon. Aber ich habe da noch eine ganz andere Idee. Wird auch ein geiles Projekt, aber irgendwann. So Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abo, Like, kommt wieder. Der Kampf hat uns auf jeden Fall gezeigt, wir müssen noch ein bisschen was tun hier. Und ja, würde ich sagen, im nächsten Teil ist das Ding wieder repariert und wir schauen uns das nochmal an. Bis bald. Ciao.